Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine extrem große Rate an Syphilis-Erkrankten an einer Karlsruher Schule hat das Gesundheitsamt und den Elternbeirat auf den Plan gerufen. Hierzu nun direkt live vor Ort unsere Expertin für Geschlechtskrankheiten, After Hole. Danke, Thomas. Hier stehen wir vor der besagten Schule und neben mir ein behandelnder Arzt. Herr Dr. Kienzle steht zu meiner Linken. Was sagen Sie denn zu dieser erhöhten Erkrankungsrate? Es ist unglaublich. Also ich habe sowas noch nie erlebt an einer Schule. Wir haben hier über 42% erkrankt insgesamt von den Schülern. Und in der Oberstufe geht man von ca. 90% oder 80% aus. Und wie sieht es denn bei den Lehrkräften aus? Bei den Lehrkräften haben wir... Entschuldigung, ich darf leider keine Auskunft darüber geben. Vielen Dank erstmal, Herr Dr. Kienzle. Oh. So, werte Zuschauer, wir haben noch einen weiteren Gast eingeladen, eine Patientin. Hier steht Adelheid Müller. Sie sind von dieser Krankheit betroffen. Was sagen Sie denn dazu? Ey, Alter, also ganz ehrlich, ist doch scheißegal, Mann, komm. Also, weißt du, ich rauche, ich sterbe eh früh. Mein Gott, dann sterbe ich halt noch ein bisschen früher. Wir haben es eh, alles ist cool. Wer es nicht hat, der ist uncool. Also, gehört sich so, oder? Vielen Dank auch an Sie. Und zurück ins Studio zu Thomas. Bitteschön. Wir bekommen gerade die Information, dass Dr. Kienzle aufgrund von illegalen Schönheitsoperationen der Justiz überstellt worden ist. Karlsruhe. Mediziner stehen vor einem Rätsel. Dem 19-jährigen Schülersprecher Lukas Hügle ist heute auf einer Gesamtlehrerkonferenz unerwartet der Kopf geplatzt. Dazu nun live vor Ort unser Sprengstoffexperte Bill Czerno. Bill, wie steht's denn nun so? Zurück ins Studio? Los Angeles. Bei der gestrigen Oscarverleihung gab es aus deutscher Sicht eine erfreuliche Überraschung. Die 19-jährige Charakterdarstellerin Anna-Katharina Sticke gewann den Oscar für die beste Essszene in einem Film. Hierzu nun unser High-Society-Experte Bruno Sack. Sensationell erstmal, Frau Sticke. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Also ich bin total sprachlos. Ich bin so überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will allen danken. Ich danke meiner Mutter, meinem Vater, meiner Oma, meinem Opa, meinen Cousins, meinen Cousinen, meinem Freund, meiner besten Freundin, meinem Stylisten, meinem Friseur. Ich danke allen meinen Fans und natürlich allen den Schweinen, die dafür gestorben sind. Dankeschön. Nur noch das Wetter mit Jörg Kachelmann. Doch nicht. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin, sinnloser Informationsüberfluss, ist die Tagesschau ein Auslaufmodell. Halt! Oh, nicht ohne Schutzbrille. Natürlich, klar. Gut. Das sollte man wiederholen, weil für das Abi ist das auch ziemlich wichtig. Wichtigste Gleichung in eurem Schulleben hat man schon M mal A. Und das setzen wir jetzt einfach nochmal gleich mit dem linearen Kraftgesetz, also minus k mal s. Wir wissen, a ist die zweite Ableitung nach dem Weg, also s Punkt Punkt. Hä, also wie soll das mit Farbenpunkten? Scheiße, ich verstehe das überhaupt nicht. Und ihr merkt, das ist mal wieder ein... Soll ich mir das Kleid vom H&M oder vom Zara kaufen? Irgendwie fand ich beide schön, aber für den Abiball wäre das von Zara besser. Oder das von Mango? Vielleicht soll zum Schluss ungefähr dieselbe Funktion wieder dastehen, allerdings mit einem Minuszeichen. Oh, immer noch 15 Minuten. Naja, dann zocke ich halt noch eine Runde. M mal S Punkt Punkt gleich minus K mal S. Das ist gleich M mal A. Oh, verdammt, Alter, raffen die es nicht. S ist gleich S, Dach mal Sinus Omega mal T. Lösen wir Omega. Hatten. Thank you.
Ja, und welche Funktion kommt denn überhaupt in Frage? Wir wissen ja schon, zweimal abgeleitet soll zum Schluss ungefähr dick, also S. Weil jetzt muss ich ableiten, V ist gleich Omega mal S, darf ich mal kurz ein bisschen Omega mal T? Yes, jawohl, Physik, und yeah. Merkt, das ist mal wieder eine Differentialgleichung, wie wir sie schon oft hatten. Und wie üblich lösen wir durch Raten. In unserem letzten Chemiepraktikum haben wir selbst Seifen hergestellt. Aus Zutaten, die jeder in seinem Haushalt finden kann. Olivenöl,
Salz und Natronlauge. Ganz einfach. Und jetzt schalten wir live zu unserem Korrespondenten in unserem nördlich gelegenen Vorbereitungsraum. Ich bin hier live bei unserer Seifenchemikerin, Frau Dr. Kröger-Kaiser. Und von Ihnen würde ich gerne wissen, denken Sie, dass die Seifenherstellung ein voller Erfolg war? Einige Produkte lassen etwas zu wünschen übrig, beziehungsweise da ist die rückfettende Wirkung der Seife doch zu ernst genommen worden. Ja, aber ansonsten, sie riechen gut, sie sehen lecker aus und ich denke, sie haben auch wirklich reinigende Wirkung. Vielen Dank und viel Spaß beim Rückfetten. Wir schalten zurück ins Hauptstadtstudio. Vielen Dank an unseren Außenkorrespondenten. Was ist denn hier los? Was riecht so gut? Hat Frau Dr. Kröger-Kaiser endlich mit euch Plätzchen gebacken? Ich will auch. Nein! Komm mal los! Oh Gott! Geht's? Alles klar. Lebt! Lebt!